Salome nimmt eine selbst aufklärende Position ein, wenn sie Rodin als den untersetzten, stark nackigen Sinnen und Geistestrotzenden etwas wie eine brutale Kraft und durchgeistet in gleicher Ungehemmtheit, als könne nur Macht von ihm ausgehen, Rilke gegenüberstellt, den sie dann als Entwicklung zu einer Gesamtgeschlechtlichkeit beider Kräfte emporhebt und alle schöpferische Kraft daraus erklärt. Ja, aber nicht als nach unserer Meinung aus dieser Androgynität entsteht der Kampf der Kultur gegen sich selbst, aber nicht als sich ergänzende, vereinigende zwei Polaritäten, sondern als jeweils bis auf die Spitze getriebene männliche gegen eine auf die Spitze getriebene weibliche Seite von jeweils 100%, die sich wechselseitig bekämpfen, aushebeln oder subvertieren und in diesem Prozess des Anaximander den Kulturprozess, nämlich die Formschaffung aus der genießenden Materie erzeugen. Zitat also von Salome: Rilkes Mannheit war die andere, gegenüber Rodin ist gemeint, die gerade daran aktiv wird, dass sie ihre Totalität zusammenhält, dass sie sich zum Zeugnis ihrer schöpferischen Kraft beide Geschlechtlichkeiten in eins vereinigen und dass alles, was dabei zur Seite oder anders verwendet bliebe, einen Abbruch, eine Minderung bedeuten müsste. Denn Werk bedeutet hier nicht. Werk bedeutet hier mehr noch als Mensch. Freilich ist überhaupt alles Schöpferische nur etwas wie ein Name für die Reibung des Doppelgeschlechtlichen in uns aber die Abstufungen darin sind verschieden. Und man versteht, wie das maskuline Moment bei der geistigen Schöpfung das Wichtigere, Überwiegendere bleiben muss, durch eine freiere Struktur, die der Leiblichkeit ihr Recht außerhalb belässt, während ein großer Zuschuss des Weiblichen in einen Leibgeist-Zwiespalt hineinreißen kann, wie in ein undarstellbares Verlangen nach Schwangerschaft. Das war die Abscheu von Salome in ihrer eigenen Maskulinität gegen dieses Hinabgerissenwerden in diesen Spalt des Weiblichen. Und Rilke wird also als Synthetiker beider Seiten des Geschlechtlichen deklariert, wobei ein Überwiegen der einen Seite eine Abbruch, eine Minderung bedeuten müsste zum gesamten Menschen, also eine Synthesevorstellung beider Seiten aller 50% Ausgewogenheit. Aber wir präferieren nicht das aristophanische Täuschmodell der Liebe, das immer nur dann ins Spiel kommt, wenn die teleologischen Aufgaben anstehen,
sondern wir sind sicher, dass Anaximander das Recht auf seiner Seite hat.